So, dann fangen wir an. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Hannover 96 und Schalke 04. Wir begrüßen unsere Gäste mit ihrem Trainer Huub Stevens und unseren Trainer Thomas Doll. Herr Stevens, Ihre erste Analyse bitte. Ich denke, ein hart umkämpfter Sieg mit ein Quäntchen Glück und gute Torwartarbeit kann man auch ein Spiel gewinnen. Das sieht man. Weil die Leichtigkeit, die kannst du nicht erwarten. In dieser Situation musst du dich befinden. Aber ich hoffe, dass es Vertrauen gibt. Aber es ist nur ein Spiel, nicht mehr und nicht weniger. Thomas, deine ersten Worte. Ja, ich mach's auch kurz. Glückwunsch zu den drei Punkten. Ich denke, ein vernünftiger Auftritt ohne Punkte. Ist natürlich klar, dass jeder enttäuscht ist, niedergeschlagen ist. Und du kannst ja nichts kaufen für so einen couragierten Auftritt. Wir hatten die Möglichkeit, Huub hat ja gesagt, der Torwart hat ja überragend gehalten in der einen oder anderen Situation. Da hat das Quäntchen Glück gefehlt und deshalb stehen wieder null Punkte und Situation ist nicht besser geworden, klar. So, für Ihre Fragen an die beiden Trainer, Handzeichen genügt. Dann jetzt Stefan Hox, Radio 21. Herr Doll, ich möchte trotzdem noch mal nachhaken. Sie sind ja vorangegangen mit Kampfgeist. Sie haben gerade gesagt, es ist jetzt nicht besser geworden, die Situation. Haben Sie denn konkret noch Hoffnung? Ich frage auch deshalb, weil ja hinter den Kulissen einige schon spekulieren, dass es möglicherweise auch personelle Wechsel geben könnte. Ja, dann müssen Sie, die müssen Sie fragen. Also das kann ich nicht beantworten. Und Hoffnung, ich sitze seit Wochen hier und erzähle euch irgendwas von Hoffnung. Ich meine, die Jungs haben vernünftigen, engagierten Auftritt hingelegt. So, und alles andere, ja Mensch, was soll ich Ihnen jetzt dazu sagen? Sie haben ja auch die Zeitung gelesen, die ganze Woche. Ist ja nicht besser geworden. Ja, und keine Ahnung, was passiert oder wie auch immer. Das liegt aber auch nicht in meinen Händen und in meiner Macht, Ihnen was darüber zu erzählen. Da müssen Sie andere fragen. Weitere Fragen bitte. Ich wollte Sie nicht angreifen, auch nicht attackieren. Ich habe auch gesehen, dass die Einstellung gestimmt hat. Nichtsdestotrotz spricht die Tabelle ja eine deutliche Sprache. Und deswegen wollte ich von Ihnen einfach deshalb gibt es ja auch, was soll ich Ihnen jetzt erzählen? Ja, nach, keine Ahnung, für 6, 7 Niederlagen sitzt du da als Trainer. Was soll ich Ihnen jetzt erzählen? Ja, abwarten. Weitere Fragen? Vorne bitte. Zuletzt wurde zwischen den Wettbewerben von Domenico Tedesco der Torwart gewechselt. Wie sieht das jetzt vor dem Pokalviertelfinale am Mittwoch gegen Bremen aus, zumal Ralf Herrmann ja von der Verletzung zurückkommt? Ja. Kann er spielen oder stellt sich die Frage gar nicht? Das werden wir am Mittwoch sehen, wer im Tor steht. Und das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass Alexander heute ein gutes Antwort gegeben hat. Und ich wechsle nicht, um ein Pokalspiel oder Champions League Spiel oder was dann auch. Ich wechsle nur nach Qualität. So, weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt und danke. 96 Fans einen guten Sonntag, so gut es geht.